Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TFFP, hier euer Ding am Start. Letztes Mal hat sich Jacobs Vater getötet. Und das war sehr wild. Und jetzt helfen wir Jack, eine dicke Bombe zu detonieren. Hier, wo sie missbraucht wurde. Psychisch, physisch und anders. Ich habe diesen Raum nie gesehen. Die die Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Ach, heute der Unbekannte verlangt Ding. Arbeit außerhalb der Projektvorgaben, zurückhalten von Informationen. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflohen bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke. Hier ist einfach nichts. Ich dachte, das Ding ist noch aktiv. Der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Gut zu wissen, Bitch. Was war das? Höchste Vorsicht ist geboten. Ein Waren. Sie haben uns gesehen. Oh shit. Welche Tiere? Jack? Jack? What? Alter Blut? What the fuck? So, wo ist jetzt hier ein Blutfleck? Da. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Gehen wir weiter. Chance auf sie. Ja, verdammt. Hell ja. Suche Deckung. So. Überall regnet's, wir werden nass. Das stinkt. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltin. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Sorry, nur du hast Raum für Interpretationen. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Das ist jetzt die Frage. That's the magical question. Wir sind nicht allein. Wir wurden entdeckt. Okay. Holy fuck. Was ist denn ein Schild unten? Spaß. Wir sind beide tot? Und was? Oh.
Okay, dafür brauchen wir keine Sniper für die Gegner. Wir haben kein Schild. Sind eh Weaklinge. Der hat ein Schild. Ah, mein Gott, was machen die hier alle? Irgendwelche Söldnergruppen oder so ein Dreck. Wozu brauchten sie eine Leichenhalle? Es war eine kleine Anlage. Leichen anderer Subjekte wurden hier analysiert. Viele Subjekte. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Na klar, nur dir ging's schlecht. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch. Ah, ging diesmal ziemlich fix mit der Hackerei. Credits. Tür umgehen. Würde Sinn machen. Hup, 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 hup. Bitte öffnen Sie die Tür, por favor. Schon seltsam, hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ich bin ein saugefährliches Miststück. Aber gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße. Es ist aber so kompliziert. Ich fühle, dass da gleich was kommt. Oh, die sind richtig gedroppt. Die hatten gar nichts zu melden. Absolutely fucking nothing. Holy shit. Waren, Mom, Waren. Bitches. Sie haben hier Kinder gehalten. Platine. Inakzeptabel. Normal ist das inakzeptabel. Du bist ein richtiger Doktor. Richtiges Brain. Das ist inakzeptabel, Kinder zu versklaven. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel? Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Deswegen ist hier nicht mehr so viel Muni, Alter. Brauchen wir Munition. Oh mein Gott. Hier muss ich bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Eintrag 1054, Anlage Telte. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch! Die haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Die ganze Anlage diente dazu, aus ihnen zu machen, was sie heute sind. Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Wenn es hier Antworten gibt, liegen sie weiter drin. Oh yeah. Forschungsjumper. Grüß. Grün, grün, lila, 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 grün und lila brauchen wir. Grün, weiß, lila, grün, weiß, lila. Hier, das sieht gut aus. Weiß, orange, blau, weiß, orange, blau, weiß. Nein. Blau, weiß. Blau, weiß. Blau, weiß. Ja, ich sehe keins. Ich kann es machen, Bitches. Es ist nicht aufgepoppt. Aber was soll ich da machen? Was ist das für ein Hack? Grün. Weiß, orange, blau.
Weiß und viel Orange hier. Das sieht interessant aus. Oh, nice. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schaffen Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier... ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Sie konnten es nicht wissen. Mag sein. Wir nähern uns meiner Zelle, dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Alles klar, Bitch. Ja, dann gehen wir mal zu deiner Zelle, Bitch. Grüßt euch! Hey, Arish, ihr Kurek. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es nur Müll. Also schön, wir schalten sie aus. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Sie stehen mir im Weg. Macht sie fertig! Kurek. Okay, wir müssen das sehr, sehr, sehr präzise und langsam müssen wir hier vorgehen. Wir müssen erstmal hier die einfachen. Ich sagte präzise und langsam. Der macht gleich Bogen. So. Würde ich auch gerne erstmal mit uns sehen. So, jetzt nehmen wir eine Sniper. So. Wir haben eine normale Panzerung, also erstmal die 5 reinhauen. Der ist einmal runtergenommen. Dem ist die Panzerung runtergenommen. Müssen wir von dem Boss die Panzerung runternehmen. Mehr Einsatz. Ich will Überlegenheit und zwar sofort. So, die ist fast unten. So. Wechseln wir wieder auf die 5. Hallo. Ja, du sollst ihn ja erschießen. Neutralisiert. Ihr seid alle nutzlos. Ich leg sie selber um. Gehe mal davon aus, dass er ihn getötet hat. Viel Spaß. Good shot. Ein Schuss noch. Ah, ist fast gestorben. Kurek, Kurek, Kurek. Kommt sie nicht nah ran! Enemy down. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Arish ist, dort das war. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. War dann kann ich's gleich auf gut. Seine Leiche. Ein paar Gegner, bisschen geschnetzelt. Die einen waren ein bisschen stärker, die anderen waren ein bisschen nicht so stärker. Container umgehen, of course. Wir müssen Stuff finden. Zack. So. Schön eingehackt wieder. Like a boss. Wo müssen wir hin, Bitches? Ammunition. So. Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Grüße. Wer sind Sie? Mein Name ist Arish und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero.
So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Ah, ein Kind. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie es. Sie sind hier, um Ihre Vergangenheit auszulöschen. Er ist ein Teil davon. Ich... Scheiße, ist das richtig? Löst es meine Probleme, wenn ich ihn umlege? Ja. Sie sind eine Killerin, Jack. Das ist Ihr Job. Stimmt. Nice. Evil. Das war ein gutes Gefühl. Ja. Wenn Sie hier fertig sind, sollten wir die Bombe scharf machen und verschwinden. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. True that. True, true. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. True, true. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien, hat aber nie was geholfen. Aha. So, sind wir jetzt hier fertig? Können wir jetzt hier ein Bömpchen legen? Wo ist der Typ eigentlich hin? Okay, wir gehen. Warte, hier war irgendwo Blut. Ja. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Ne, ich bin blind. Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Nice. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Yeah, man, let's do it. Let's make a big boom! That's nice. Ah. Kraft von Jack freigeschalten. Neues Outfit. Yay. Good job. Die ist jetzt auch loyal. Wir haben's geschafft. Wir haben den Ort in die Luft gejagt. Like a boss. Und... jetzt bewegen wir uns in Richtung... ah, jetzt rekrutieren wir erstmal die... Talia? Oder wie sie hieß? Außenzone. Da fliegen wir jetzt elegant hin. Ganz elegant. Boah, ist das für ein roter... roter großer Stern. Umlaufbahn an. Landen. Ach, souverän, 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 muss ich sagen. Äh.
Ah, nehmen wir sie mit. Die ist eigentlich cool mit diesem Schlag da, den sie auf dem Hinterkopf gibt. Wir nehmen sie und wir nehmen den Doktor wieder. Das ist eine gute Gruppe. Stabil. Jetzt haben wir fertig. Betäubungsmunition brauche ich nicht wirklich, nutze ich nicht. Pyromunition wäre das nächste. Ja, dann sparen wir uns den Punkt. Jetzt 6 Punkte. Wow. Wow. Wir haben halb automatisch. Okay, Überlastung und Schattenschlag hoch. Macht Sinn. Er macht gar nichts, okay. Nein. Oh, ein Käfer. Ding. Möge das Licht dich verbrennen! Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Geth? Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Okay, probieren wir das mal kurz aus. Bzzzt. Okay, gut, dann in der nächsten Folge werden wir versuchen, Tali zu rekrutieren. Ansonsten, die letzte Mission war gut. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.